Tatru. Fahren wir mit dem Zug auf Berge. Diese Poprad-Stadt. Город Попрад, едем в горы, в Татры горы. А как мы, this house is a house. Here we are born in the house, Rix. Schickes Haus, it is alles modern, neu. Und nicht so teuer, mit Frühstück. 28 Euro für zwei Personen. Halbe Stunde fährt dieser Zug. Ah ja, schön. Bis dahin. Der fährt in Wirklichkeit, fährt der Zug noch weiter. Der fährt dann noch weiter bis dahin. Aha. Wir fahren heute nur bis dahin. Das ja, halbe Stunde und dann zurück halbe Stunde. Muss eine Stunde da bleiben. Eine Stunde bleiben? Ja. Kaffee trinken? Ja, oder Abendessen. Oder Abendessen, ja. Guck mal, dieser Fabrik. Dieser Park, guck mal. Sehr moderner Zug. 17:30 Uhr. Wielki Slav. Slavkov. Slavkov. Mhm. Wenn sie Schnee liegt. Снег на горах. Татры. Татры. Как снег лежит. Очень хорошие люди. Мы сняли комнату. Ну, в общем, туалет, душ. Сумма современный. Вот. Шикарный дом. Новый, современный. Все построено. Отлично. Kriegst du diese Ticket? Das Ticket hat ja nicht, das Ticket ist dein Leben lang gewünscht. Ah! Da musst du gut aufheben. Mhm. Okay. Sonst muss man mit dem Ticket an den Schalter gehen und für den Zug eine Fahrkarte kaufen. Aha. Das gibt's. Manche Fahrkarten, die gelten dann nur in dem Zug, für den man sie gekauft hat. Mhm. Manche Fahrkarten, die gelten für die Strecke, wo man sie kann. Egal welche. So, wir haben jetzt besorgt uns Ausweis, dass wir Rentner und können in die Slowakei fahren, kostenlos mit diesem Zug, orange Strecke, kostenlos für blaue Strecke muss zusätzlich zahlen. Und, Ticket besorgen. Kostenlose Ticket besorgen. Und für Züge auch kostenlos kann fahren, nur Ticket besorgen. Und wenn der Zug voll ist und es keine freien Plätze mehr gibt, kriegst du kein Ticket. Ah ja, okay. Kann ich nur mitnehmen, wenn noch frei ist. Wenn frei, okay. Interessant, hier keine Sonne, aber hier Sonne. Super. Hier Sonne. Hier oft der Wetterwechsel.